So, hallo, oh. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal drinnen. Draußen ist, wie in letzter Zeit immer, regnerisch, matschig. Gibt es so draußen nicht so wirklich was zu tun. Also so parallel mal ein bisschen Oxalsäurebehandlung bei den Bienenvölkern immer. Mache ich halt hier mal einen Stand, mal da einen Stand, mal dort einen Stand. Immer so, wie das Wetter passt, wie die Zeit passt. Ne, ihr wisst ja alle, bei euch ist es ja auch wahrscheinlich so, vor Weihnachten verkauft man ja auch ganz gut Honig. Oh, Telefon. Einen Moment. So, die kurze Unterbrechung durchs Telefon habe ich auch genutzt, mir einen Kaffee zu holen. Übrigens, ein paar von den Tassen habe ich noch. Links gibt es auch unten. Ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Honigverkauf. Also ich hoffe, oder bei euch wird es ja auch so sein, vor Weihnachten, wenn umso kälter, umso besser verkauft sich der Honig. Besonders gut natürlich vor Weihnachten. Und das geht natürlich so ein bisschen einher. Und Oxalsäurebehandlung ist ja jetzt nicht so zeitkritisch um diese Jahreszeit, ob ich das jetzt heute mache oder morgen. Hauptsache, man macht es vernünftig und halt nicht zu spät, wenn die Bienenvölker schon wieder in Brut sind. Das ist bei uns ja immer so um Weihnachten rum, kann man sagen. Dafür, also ich hoffe, ihr habt auch noch was zu behandeln, weil was man so hört, ne, gibt es ja zum Teil schon viele Verluste. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie bei euch so der Status ist. Dann kriegt man vielleicht so ein bisschen so einen Überblick. Nichtsdestotrotz sind wir heute drinnen und ich will euch mal mitnehmen. Ich bin jetzt gerade dabei, mir so Leisten zu sägen aus Hartholz. Die sind im Prinzip für die Königinzucht. Ne? Das ist ja auch ein Thema, wo dank euch bei uns die letzten Jahre sehr stark gewachsen ist. Und ist ja auch ein Bereich, wo man momentan auch dank Vorbestellungen schon wieder auch im nächsten Jahr bestimmt auch weiter wachsen werden. Also da danke ich euch nochmal auch für dieses Vertrauen und diese Wertschätzung. Und das säge ich mir gerade so Leisten fürs Anbrüten. Ne? Moment mal, ich hole euch da mal was, wie das fertig aussieht. Also mittlerweile, ich habe schon viel versucht, das ist jetzt ein Modell, ich lege das jetzt so mal weg, das ist jetzt hier ein Modell, wo ich noch nicht geputzt habe vom letzten Jahr, aber das ist im Prinzip, wie ich mittlerweile größtenteils arbeite. Ich habe hier diese selbstgebauten Leisten. Die haben hier so Löcher reingebohrt und da stecke ich einfach von Nico direkt diese braunen künstlichen Weißelnäpfe rein. Ne? Und dann kommt es hier rein. In der Regel muss man sagen, ich bin ja da ein bisschen konservativ, altmodisch. In der Regel arbeite ich nicht mit zwei Leisten pro Starter, sondern ich mache ja relativ starke Starter und ich nehme eine Leiste in der Regel, weil ich einfach, ich kann es euch nicht beweisen, weil ich die Larven nicht wiege, die fertigen Königinnen nicht wiege, aber einfach der Meinung bin, dass hier halt schon viel Qualität verloren geht, wenn ich hier, klar kann ich hier auch 60, 70 Zellen anziehen lassen, aber da bin ich jetzt persönlich der Meinung, dass da halt schon Qualität verloren geht von der zukünftigen Königin. Das ist jetzt ein bisschen so das, was ich mache, ne? Diese leichten Sägen, die Löcher bohren, damit das in gescheit ist, weil ihr seht, das habe ich letztes Jahr, habe ich mir ein paar Prototypen gebaut. Das ist ja alles noch nicht so ganz sauber, perfekt, wie es sein soll. Und das möchte ich einfach jetzt machen. Und da hatte ich jetzt heute draußen stürmt, hatte ich halt auch einfach Lust dazu, mal ein bisschen hier mit meiner neuen Säge, ihr kennt es ja vom letzten Video, zu basteln. Muss man Zeit und Muße haben für so Millimeterarbeit. Und deshalb mache ich das jetzt. Mein Weg dahin will ich euch natürlich auch zeigen, ne, was ich so ausprobiert habe an Zuchtleisten. Wollen wir mal das Thema gerade aufgreifen. Wartet mal ganz kurz einen Moment. Hab da ein paar Sachen hinter euch gelegt, die ich halt kurz holen muss. Klassisch, ganz klassisch angefangen so. Ne? Wer kennt es nicht? Diese
diese Dinger da reingenäht, die hier so drehbar sind. Sind glaube auch, weiß ich nicht, um die 30, also so viel wie jetzt auf meiner neuen Leiste drauf. Das seht ihr, das ist auch ein Zanderrähmchen noch. Also historisch bedingt, das muss schon alt sein, ja. Hab dann angefangen, hinten so Absperrgitter hinzumachen, weil man gesagt hat, da verbauen sie weniger. Das mag richtig sein. Habe ich halt damals gebaut, bin ich jetzt ein bisschen davon abgekommen, weil mit diesem Drehen und so und mit diesem Weißelnäpfhalter, das war mir alles zu umständlich. Und da ist es halt mit diesen Leisten, mit den Löchern, zum einen sind sie viel billiger herzustellen, ja, und zum anderen finde ich sie halt einfach besser in der Handhabung, ja, weil ich kann die dann auch so, 30 Stück habe ich da alleine, hier muss ich dann immer das, also nur die Leiste rausnehmen, hier muss ich ja im Prinzip immer das Rähmchen mitnehmen oder ich knie an den Bienen und ziehe diese weißen Nikonäpfchen darunter, die ich dann auch noch brauche, ne, die brauche ich ja bei dem anderen System eigentlich auch nicht. Und also die hier meine ich, ne, die muss ich ja hier dann runter tun. Also ist wieder ein Arbeitsschritt mehr. Genau, deshalb war ich mit dem nicht so glücklich. Dann habe ich im Internet dieses System entdeckt. Oh, Moment, ich muss mal wieder hinter euch greifen. Dieses System entdeckt. Da hängt man ja das im Prinzip so rein. Habe ich mir auch als Zanderrähmchen damals gekauft. Habe ich in der Tand nicht gefunden. Und man schiebt hier die Weißelnäpfel so rein. Ihr habt jetzt gerade das Problem schon erkannt. Von der Theorie eine ganz coole Sache. Wenn du das fünfmal benutzt hast, kleben da die Weißelnäpfchen oder diese, ich weiß nicht, wie die richtig heißen, diese Halter da richtig rein. Und dann hast du da deine schön gezogenen Zellen und fängst dann da an rumzureißen. Und ne, da machst du halt, zumindest ist mir das passiert, viele Zellen kaputt. Und das ist unheimlich schade, ne, weil in so einer Zelle, die angezogen ist, die vielleicht sogar schon verdeckelt ist, steckt ja schon einiges an Arbeit. Zum einen von euch als Imker, also Zuchtmaterial auswählen, Entschuldigung, umlaufen, dann ins Volk tun, vielleicht laufst du sogar nochmal nach. Und dann machst du die kaputt, weil die hier verklemmen beim Rausmachen. Also finde ich gar nicht zu gebrauchen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Habe ich damals halt gekauft. Ihr seht's, hab's dann auch so, wie es ist, weil es mich genervt hat, irgendwie in den Schrank gepfeffert und ja, jetzt halt fürs Video wieder rausgesucht. Ne? Gut, tun wir weg, brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist im Prinzip so dieses Thema mit diesen Zuchtleisten, was ich euch einfach mal so ein bisschen zeigen wollte. Da habe ich gedacht, mache ich mal die Kamera an, wenn ich hier gerade so für euch oder wenn ich hier das sehe. Weil da waren ja jetzt schon in der Vergangenheit die ein oder anderen Fragen, wie machst du das? Und wie gesagt, mein System ist eigentlich das, habe ich ja auch nicht erfunden. Habe ich auch irgendwo mal gesehen. Ich könnte es euch leider, also wenn ich es wüsste, muss ich sagen, würde ich es ehrlicherweise auch zugeben oder den Link setzen. Ich kann es euch aber nicht mehr sagen, also wenn es einer weiß. 2 Wochen, müsst ihr euch mal überlegen, ist schon Weihnachten. Ne? Also ihr werdet selber wissen, da braucht ihr mich nicht dazu. Und dann ist das Jahr auch rum. Und dann schauen wir schon ins nächste Jahr. Und da muss ich sagen, wird sich bei uns einiges verändern. Zum einen wollen wir zusammen mit euch auch mal die Möglichkeit geben, dass ihr uns besuchen könnt. Da gibt's ja schon immer wieder viele Anfragen. Vielleicht können wir das einfach mal bündeln. Also schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob ihr da irgendwie Interesse hättet, dass wir da mal gemeinsam irgendwie einen Termin, eine Veranstaltung finden, um hier mal so eine kleine Imkerparty zu machen. Das nächste Video will ich schon mal großmundig versprechen. Wir müssen das zeitlich irgendwie hinbekommen, soll um das ganze Thema Wachs und Mittelwände gehen. Also das wird dann der nächste Sonntag sein. Haut euch ein Abo rein, macht die Glocke an, dann werdet ihr es nicht verpassen. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen zweiten Advent. Esst viele Gutzle, Brötle, wie auch immer das bei euch heißt.
und genießt den Tag, hoffentlich in einer beheizten Wohnung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.